Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Ninis Plantiverse. Ich bin Nini und heute machen wir was ganz Neues. Wir starten ein neues Format, Let's Test Online Shops. Ich weiß nicht, wie regelmäßig wir das machen, weil ich kann kein Geld scheißen. Aber ich habe gedacht, komm, scheißegal, weil ich wollte sowieso was bestellen und konnte mich nicht entscheiden. Deswegen habe ich euch auf Instagram gefragt, welche Pflanze ihr schöner findet. Egal, ob ihr Ahnung hattet oder nicht, egal, ob ihr eine Lieblingspflanze habt oder ne, ob das eine oder alles scheißegal. Hauptsache, eure Meinung zählt und ihr habt abgestimmt und mich freut es heute sehr, diese Bestellung auszupacken. Ich habe ziemlich lange darauf gewartet. Also, was heißt ziemlich lange? Ich muss mal selber schauen, wie lange ich darauf gewartet habe. Also, ich habe am 31. Oktober das Ganze... am 31. Oktober bestellt und geliefert wurde es gestern und verschickt vor 3 Tagen. Es war ein Sonntag, aber die haben es natürlich Montag verschickt. Die haben es wahrscheinlich Sonntag fertig verpackt und dann verschickt. Ich habe eine Anfrage an den Shop geschickt, weil ich wissen wollte, wie lange das noch dauert, weil ich war heiß darauf, dieses Video zu drehen und wollte halt einfach die Hintergründe davon wissen, weil normalerweise, so wie ich es jedenfalls von Freunden kenne, sind die relativ fix und brauchen gar nicht so lange. Und es hat mich ein bisschen verwundert und ich habe eine super liebe Antwort gekriegt. Und zwar wurde mir gesagt, hey, vielen Dank für deine E-Mail. Aufgrund des Feiertags letzte Woche und einem erhöhten Krankenstand bei DHL hat sich der Versand leider etwas verzögert. Dann haben die mir einen Link hinterlegt und dann deshalb wollten wir ihre empfindliche Bestellung nicht mehr kurz vor dem Wochenende versenden, um das Versandrisiko zu minimieren. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Viele Grüße, Ihr Ben's Jungle Team. Und damit reveal ich auch, welchen Shop wir heute testen. Ich meine, ihr habt schon gelesen. Wir testen heute Ben's Jungle. Und hier ist das Paket und ich bin ganz aufgeregt. Es steht zwar hier drauf Salamander und es steht auch, stand auch auf diesem Zettel drauf, der hier drauf geklebt hat. Aber ich weiß, dass sie ja auch Terrariensachen verschicken und ich denke mal, das ist einfach die Umverpackung, die die aktuell nutzen. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ich bin gespannt auf die Sachen hier drin. Es wurde, wie gesagt, gestern Abend angeliefert. Ich habe sie jetzt hier drin gelassen, habe es akklimatisieren lassen und öffne jetzt das Paket. Und ich hoffe, es ist alles gut angekommen. Also wie gesagt, es wurde am Montag verschickt. Wir haben heute Mittwoch. Ich kann nicht mehr. Wir haben heute Mittwoch. Und ja. Ich hoffe, den Pflanzen geht es da drin gut. Wir werden es jetzt bewerten. So, und jetzt gucken wir mal rein. Ich bin ganz aufgeregt. Woran ich festmache, ob ich nochmal wieder bei einem Shop bestellen würde, ist natürlich der Zustand der Pflanze. Ne? Ich habe zum Beispiel mal bei einem Online-Shop bestellt. Das würde ich nie wieder machen. Da habe ich mir damals meine Efeu-Tuten bestellt. Und die waren gar nicht richtig in der Erde eingelassen. Und ich hatte zu der Zeit noch nicht so viel Ahnung und habe die einfach immer so weitergegossen und habe mich gewundert, warum die nicht wachsen. Und jede Sau erzählt mir, Efeu-Tuten wachsen ohne Ende. Und ich habe mich gewundert, warum wachsen die nicht. Und letztendlich habe ich die dann irgendwann umgetopft und habe gesehen, dass die einfach nur oben drauf lagen. Die lagen einfach nur oben auf der Erde drauf, mit ein bisschen Häufchen Erde überstreuselt. Und das war's. Und kein Wunder, dass sie nicht gewachsen sind. Und die hatten auch unter anderem einen starken Kälteschaden. Das ist mir direkt zu Beginn aufgefallen. Mir wurde auch die Pflanze dann gut geschrieben komplett, auch wenn ich sie jetzt noch habe. Aber mir wurde sie gut geschrieben. Ich konnte sie irgendwie noch retten. Mit meiner Unwissenheit, weil wie gesagt, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Ahnung von Pflanzen. Und die haben mir die Pflanze, wie gesagt, komplett gut geschrieben. Sie lebt jetzt noch, ich habe sie dann umgetopft und richtig eingetopft. Und dann ist sie auch komplett explodiert. Ja, aber ich habe mich erstmal so gute 4, 5 Monate gefragt, warum wächst sie nicht? Wenigstens ist sie nicht gestorben. So, das Paket ist auf. Ich bin gespannt. Okay. Erstmal gucke ich rein. Das ist nicht das Ben's Jungle Paket. Das sind Schuhe, die ich mir bestellt habe. Fuck, wo ist das Ben's Jungle Paket? Jetzt müssen wir nochmal gucken. Mir wurde gesagt, es wurde abgegeben. Also, das sagt meine Sendungsverfolgung. Ich gucke sofort in die... Ja, ey, Sendungsverfolgung. Zugestellt. An Nachbar. An welchem Nachbar? Wo haben die hingeschickt? Das checke ich jetzt nicht. Oh mein Gott, bitte nicht. Ich check mal, wo die ganzen Sachen sind und ich guck mal, wo meine Pflanzen sind. Ich bin ganz geschockt gerade. Ich muss gucken, wo die Pflanzen sind. Wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich wieder. DHL, also der Nachbar hat mir vergessen, ein weiteres Paket zu geben, weil auf dem Paketschein standen drei Pakete. Eins war von Amazon, zwei von DHL, es waren aber 3 DHL-Pakete. Oh,
Ich bin so erleichtert und so aus Atem. Und hier ist jetzt das Paket, auch ohne Salamander. Diesmal das Richtige. Meine Mutmaßungen sind dann wohl falsch gewesen. Und jetzt machen wir das Paket auf. Oh mein Gott, ich war gerade so geschockt, ne? Ich hatte gerade richtig Schiss, dass das Paket nicht angekommen ist. Und das war einfach fucking viel Geld für mich. Oh mein Gott. Ich muss mich jetzt... Ach, eigentlich muss ich mal kurz Luft holen und was trinken. Aber ich will sehen, was hier drin ist. Und ja, es geht los. Wir unboxen jetzt und ja, ich bin gespannt. Was ich sagen wollte war, ich achte außerdem noch auf den Zustand der Pflanzen. Ne? Sind die gut erhalten? Haben die einen Kälteschaden? Ich hätte bei Ben's Jungle, hätte ich ein Heatpack dazu packen können, kostenpflichtig. Hätte ich gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass das eine Woche später verschickt wird. Wusste ich nicht, deswegen, ich dachte, es ist noch warm genug. Es war auch noch warm genug, die Woche hätten sie es verschickt. Jetzt war es ein bisschen kühl. Ja, mal gucken, wie die Pflanzen aussehen. Ich bin ganz, ganz doll gespannt. So, ich kriege den Teil vor allem, das Scheißteil hier nicht auf. Sorry fürs Fluchen, ne? Für die, die keine fluchende Menschen ertragen können. Ich bin leider so, ich kann nicht anders. Oha. Okay, das sieht richtig aus. Bin ich jetzt mal gespannt. So, hier ein kleines Paper, das ist wahrscheinlich für mich. Okay, nochmal so ein Kärtchen. Hier, ne, für die, die nicht wissen. Zack, Ben's Jungle. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf Instagram oder direkt auf der Website. Und ja, oh, ich bin ganz aufgeregt. Okay, erstmal eine gute Füllung. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich verwende sowas übrigens immer mal wieder, weil ich auch an meine Freunde und Familie Pflanzen schicke. Und da ist sowas einfach geil, wenn man sowas zu Hause hat. Die erste Schicht Papier geht auf. So, die nächste Schicht Papier. Oh, noch eine Schicht Papier. Huch. Und das ist die erste Pflanze, Leute. Ihr habt abgestimmt. Die Abstimmung sollte übrigens erfolgen. Es gab die zwei Wahlmöglichkeiten. Entweder eine Melanocrysum oder ein Ring of Fire. Und ihr habt entschieden, ich finde beide geil. Beide endgeil. Und ihr habt entschieden, dass es eine Melanocrysum wird. Und haben hier eine super süße, gut verpackte, finde ich. Also ist jetzt meine Meinung. Melanocrysum. Kann mal schauen. Das neueste, also das oberste Blatt ist ein bisschen mitgenommen. Aber sehen auf jeden Fall super cute aus. Ich freue mich schon, wenn sie gewachsen ist. Also so richtig an einem Rangstab. Ich werde ihr einen Rangstab geben und... Oh mein Gott, sie ist so süß. Ich habe noch keine, deswegen, ich liebe sie gerade sehr. Was ich gehört habe, ist, dass sie gerne mal ihre eigenen Blätter, naja, zerstören. Hoffen wir mal das Beste, dass das bei uns nicht passiert. So, nächste Pflanze. Oh, ich glaube, ich habe sie hier schon. Das ist ein Ableger. Oh, welche ist es? Welche? Ich bin so aufgeregt gerade. Ich bin so aufgeregt. Oh. Oh, ist der schön. Tut mir leid. Ich muss mich echt zusammenreißen, aber es tut mir leid. Das ist eine Traumpflanze. Und zwar konntet ihr entscheiden zwischen einer Bullemax, zwischen einer von einem Bullemax variegata oder einem Paraiso Verde. Wir haben hier den wunderschönen Ableger des Bullemax variegata. Ich kann nicht. Ich bin so verliebt in diese Pflanze. Er ist noch in Sphagnummoos eingewickelt. Ich finde, die Blätter haben hier jetzt zum Beispiel gar keinen Schaden genommen, sind super gut bei mir angetroffen. Oh, ein Blatt ist komplett weiß. Ist eine gute Variation mit drin. Und ich bin echt zufrieden. Der kommt auch gleich direkt weg. Oh Gott. Ich habe ja die Vitrine umgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr mir auf Instagram folgt. Das, solltet ihr das gesehen haben. Vitrine ist umgebaut. Ich habe nur noch eine Etage. Der wird aber, glaube ich, unten auf der Heizmatte erstmal stehen. Ja, guckt ihn euch nochmal an. Ein Traum, oder? Ich finde ihn wunderschön. Okay, nächste. Ich muss vorher reinschauen, ich muss. Tut mir leid. Ich sehe aber nichts. Oh doch, ich sehe was. Oh doch, ich sehe was. Okay, passt auf. Ich mach sie auf. Ja, es ist super, super schön gerade. Ich freue mich so auf diese Pflanzen. Vor allem ist das so ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Natürlich alles schön mit Herrn Cut abgeklärt. Ne? Wir wollen ja heiraten und machen keine unüberlegten Ausgaben hier oder unabgesprochene Ausgaben. Und, ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Und zwar hattet ihr hier die Wahl zwischen einer Syngonium Panda und einer Xanthosoma Mickey Mouse Variegata. Und lasst euch überraschen, was hier drin ist. Schön. Es ist so schön. Es ist klein, aber es ist schön.
Und ich sehe schon vor mir, wenn es gewachsen ist. Es ist die Xanthosoma geworden. Huch. Sieht übrigens genauso aus wie auf dem Bild. Habe ich das Originalbild? Ne, ich habe das leider nicht genommen, aber ich hatte hier ein Beispielbild drin. Wundervoll. Die stelle ich zur Seite. Ich wollte die nochmal sehen. Guck mal hier. So schön. Ich freue mich schon, wenn die gewachsen ist. Ich muss erst mal gucken, wo ich die überall alle hinstelle. Ne? Wie gesagt, entweder ich mache die oberste Etage der Vitrine frei und werde ein paar meiner Silver Dragons los. Also ich habe halt Baby-Silver Dragons. Ich weiß nicht, wohin. Und außerhalb der Vitrine schaffen die das aktuell, glaube ich, noch nicht. Ich will es nicht testen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Es wird sich noch klären. So, wie viele haben wir jetzt? 1, 2, 3. Und jetzt zum, ich glaube, krönenden Abschluss kommt noch die Nummer 4. Ich glaube, das war's. Ihr seht mich gar nicht, ne? Ich komme aus The Grudge ursprünglich. So, Leute. Es war ja die Abstimmung von 3 Pflanzen. Ihr könnt zwischen 6 Pflanzen abstimmen, welche 3 ich mir hole. Und es gab so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen. Und außerdem war das auch noch mein persönlicher Anspruch, weil ich diese Pflanze auch eigentlich unbedingt haben wollte. Und ich hätte mich gar nicht entscheiden können. Also habe ich sie einfach trotzdem gekauft. Wer mir jetzt auf Instagram gefolgt ist, oder wer mir folgt und meine Stories verfolgt hat, weiß ja, welche Pflanzen zur Auswahl stehen oder standen. Und kann ahnen oder vermuten oder raten. Hat auf jeden Fall eine höhere Chance, es zu erraten, was das jetzt hier ist. Und ich öffne es mal. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht zu viel gesehen. Und will ja auch kein Blatt zerstören. Ich freue mich einfach, ne? Es ist so krass. Wie sehr kann man sich über Pflanzen freuen? Kat? Ja. Ah, also Kat bin ich, Leute, ne? Ich streame ja auch und mein Spitzname ist Kat. Und einen super süßen Paraiso Verde. Guckt ihn euch an. Das hier sieht man bestimmt ganz gut. Der ist so richtig cute. Welches Blatt seht ihr hier? Das da. Ich bin gespannt, wie er aussieht, wenn er weiter wächst. Ich hoffe, er kann sich nicht... das weiß ich gar nicht. Kann er seine Panaschierung stark verlieren oder kriegt man die irgendwie wieder? Wisst ihr das? Ich bin da gerade... ich weiß es gerade nicht. Ich bin gerade Noob. Aber ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben und... Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben und mich da mit eurem Wissen bereichern, weil ich tausche mich super gerne mit euch aus und ich liebe es, wenn ihr mir Tipps gebt, wenn ihr mir eure Meinungen sagt zu wie ihr das machen würdet, wie ihr die Pflanzen einpflanzen würdet, wie ihr die Pflanzen schneiden würdet, was ihr nicht tun würdet. Ich liebe es, solange es halt wirklich auch freundlich ist und auch konstruktiv, sage ich jetzt mal so, und nicht beleidigend. Ich guck gerade nochmal, aber mehr ist hier auch nicht drin. Ich pack mal eben ein. Ihr seht nicht, was ich sehe, aber ich sehe das und ich bin sehr glücklich darüber. Was soll ich sagen? Die Pflanzen sehen soweit gut aus. Ich bin positiv darüber überrascht. Ich hätte gedacht, die hätten vielleicht irgendwelche Transportschäden oder so erlitten. Wir können jetzt hier nochmal gerne schauen, wie es mit den Wurzeln aussieht. Das Moos ist noch gut feucht. Also es ist nicht ausgetrocknet. Und hier sind 1, 2 kleine Würzelchen auf jeden Fall dran. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Sind nicht viele. Ich kann ihn logischerweise noch nicht einpflanzen. Hier, seht ihr das? Ja. So, aber es ist ausreichend. Ich packe die gleich richtig rein in Sphagnummoos auf meine Heizmatte. Dann kann der schön eskalieren. Und bei den anderen, ich sag mal so, ich empfehle es euch nicht zu tun. Ich werde es jetzt gleich tun, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich es tun werde. Ich gucke mir jetzt erstmal die Erde an. Und in was für einer Erde die stehen. Und dann kann ich euch sagen, ob ich es tun werde oder nicht. Überlege, die direkt einzutopfen. Also umzutopfen in meinem Erdmix. Die ist auch sehr klatschnass, logischerweise. Wurde vorher gut gegossen, denke ich. Ich überlege wirklich stark... Hier, ich habe hier Unkraut drin. Ich überlege tatsächlich, die umzutopfen. Das werde ich im Anschluss dieses Videos machen. Das machen wir nicht jetzt. Um mir dann nochmal die Wurzeln anzuschauen. Oh Gott. Alles dreckig schon wieder. Bisher kann ich sagen, die Pflanzen sind gut verpackt, sind gut bei mir angekommen. Keine Schäden, soweit ich sehen kann. Keine Kälteschäden, soweit ich sehen kann. Hier, das kleine Blatt ist jetzt ein bisschen abgeknickt, aber das kann halt passieren. Vielleicht, ich sag mal so, dehnt es sich wieder aus, wenn es ein bisschen gestanden hat. Die waren jetzt ja auch lange in der Verpackung. Die Lieferung hat ein bisschen gedauert, aber mit Begründung und super Service. Also finde ich... Da sollte man keinen Minuspunkt für vergeben. Hier sieht man die Erde ein bisschen besser. Ist eigentlich ganz gute Erde. Die ist sehr locker. Ich glaube, ich lasse es doch erstmal. Also die hier lasse ich auf jeden Fall drin in dem Erdmix. Ich weiß nicht, ob man den Erdmix jetzt so gut sieht. Ne? Lasse ich auf jeden Fall drin.
Ist ein lockerer Erdmix, sehr schön. Oh, jetzt ist alles voller Erde. Jetzt ist auch scheißegal. Wo war ich stehen geblieben? Versand, ja, war okay. Hat länger gedauert mit Begründung, mit gutem Service. Also ist das auf jeden Fall entschuldigt. Die Ware ist da. Auch nach meinem Fail ist sie da. Ich habe sie ja Gott sei Dank gefunden. Stell dir vor, ich hätte das Video gestern drehen wollen, als ich vor der Arbeit gekommen bin. Und das Paket wäre einfach nicht da gewesen. Boah, wäre ich abgefuckt gewesen. Also niemand hätte daran Schuld. Außer jetzt, naja. Eigentlich kannst du niemandem dafür die Schuld geben. Wurde halt einfach vergessen vom Nachbarn, ne? Kannst du nichts machen. Aber ich wäre trotzdem abgefuckt gewesen, wenn ich das Video hätte drehen wollen und es nicht geklappt hätte. Die ist auch sehr... Ich glaube, ihn lasse ich auch erstmal hier drin. Ich glaube, ihn müsste ich sogar gießen. Ja. Oh, ja. Der ist ganz schön trocken. Oh ja, der ist ganz schön trocken. Also nicht zu trocken, ne? Nicht irgendwie abgeknuspert trocken, aber der muss gegossen werden. Der wird auch von mir gegossen. Ich kann ihn aber, glaube ich, auch in meinen Erdmix umtopfen. So, Leute. Pflanzen sehen top aus. Wurzeln, jedenfalls bei dem Bole Marx Variegata, kann ich sagen, sehen die gut aus. Sind nicht viele da, aber sehen gesund aus. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst bitte ein Abo da. Das hilft dem Kanal zu wachsen. Ja, mir macht es natürlich eine große Freude, je mehr von euch verrückten Pflanzenmenschis sich hier tummeln und sich austauschen. Und ja, ich freue mich. Und irgendwann, wenn wir dann die 500 Abonnenten geknackt haben, dann gibt es auch solche Sachen wie so Community-Nachrichten. Dann kann ich euch auch nicht nur auf Instagram auf den Laufenden halten, sondern auch wirklich auf YouTube, da wo ihr mir hauptsächlich folgt. Deswegen lasst gerne ein Abo da und helft dem Kanal zu wachsen. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu meinem Fazit. Würde ich bei Ben's Jungle nochmal bestellen oder nicht? Tatsächlich würde ich nochmal dort bestellen. Zum einen waren die Preise super bei Ben's Jungle. Also ich finde die Preise wirklich fair. Was heißt fair, ne? Wer definiert fair? Aber für jemanden, der nicht so viel Geld aktuell für Pflanzen ausgeben kann, oder nicht unendlich viel, und sich aber trotzdem auch mal das ein oder andere Schätzchen gönnen möchte, hat Ben's Jungle einfach eine super Auswahl, auch an preiswerteren Pflanzen oder Ablegern oder wie auch immer. Da auf jeden Fall einen Daumen hoch. Der Versand ging den Umständen entsprechend schnell. Der Service von Ben's Jungle hat sich dafür, ich sag mal, entschuldigt, hat sich dafür erklärt, warum es ein bisschen länger gedauert hat. Und das war eine rationale und sehr gut nachvollziehbare Erklärung. Und dafür habe ich vollstes Verständnis, weil ich will auch, dass meine Pflanzen gesund und glücklich bei mir sind und auch so ankommen und nicht irgendwie, ja, mit Mängeln oder Schäden aufgrund des Transports, weil einfach Hauptsache schnell, schnell raus. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen da auf jeden Fall auch ein Pluspunkt. Die Pflanzen sehen super aus. Ich würde da nochmal bestellen. Sowas wie einen Rabattcode habe ich leider nicht für euch. Falls ihr jetzt Lust habt, nochmal zu stöbern und ein bisschen Pflanzenshopping zu betreiben online, dann packe ich euch gerne die Website von Ben's Jungle unten in die Infobox. Da könnt ihr gerne draufklicken und ja, euch austoben, shoppt, was das Zeug hält, wenn ihr Lust habt. Und wir sehen uns wieder bei einem nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche eure Top-Favoritenpflanze von den vielen ist. Oder ob ihr euch eine ganz andere geholt hättet. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, einen guten Morgen, Happy Birthday, frohe Weihnachten, wann auch immer du dieses Video guckst. Ciao.